kannst du mit gutem Gewissen behaupten, dass dein Unternehmen nach ethischen Prinzipien handelt? 15 österreichische Pionierunternehmen stellten sich die Frage, wie man nach ethischen Werten handeln kann, ohne einen Wettbewerbsnachteil zu erfahren. Es entstand die Gemeinwohlökonomie, die Grundwerte für wirtschaftliches Handeln definieren soll. Die 5 wichtigsten dieser Grundwerte sind Menschenwürde, Solidarität, soziale Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und demokratische Mitbestimmung sowie Transparenz. Diese werden mit den 5 Beziehungsgruppen, Lieferanten, Mitarbeiter, Geldgebern, soziales Umfeld und Kunden in Zusammenhang gebracht. Das wohl wichtigste Instrument der Gemeinwohlökonomie ist die Gemeinwohlbilanz, welche mithilfe dieser Matrix erstellt wird. Wie du erkennen kannst, stellt die Matrix die oben genannten Grundwerte und Beziehungsgruppen gegenüber und bewertet deren Zusammenwirken anhand eines Punktesystems von minus 1000 bis plus 1000. Über ein Ampelsymbol ist erkennbar, wie stark das bewertete Unternehmen im Sinne des Gemeinwohls handelt. Anhand dieser Ampel oder den Löwenzahnsämchen können Verbraucher auf einen Blick erkennen, welches Unternehmen, vor allem welche Gemeinwohlinteressen, sie mit ihrem Einkauf unterstützen. Zum Beispiel beschreibt Indikator C1 die Arbeitsplatzqualität, also wie ein Betrieb die Menschenwürde im Umgang mit seinen Mitarbeitern lebt. Der ungemeine Vorteil dieser Matrix liegt darin, dass sie universell für alle Unternehmen einsetzbar ist, unabhängig von deren Größe, deren Branche oder deren Standort. Hast du dich schon einmal gefragt, wieso es so ist, dass Unternehmen, die ethisch handeln, einen Wettbewerbsnachteil gegenüber den Unternehmen haben, die voll auf Profit aus sind? Das zu ändern, hat sich die Gemeinwohlökonomie als Ziel gesetzt. Sein alternatives Wirtschaftsmodell der GWÖ hat Christian Felber im Jahre 2010 in seinem gleichnamigen Buch ausführlich erläutert, angefangen von seiner Motivation, ein solches Konzept einzuführen, bis hin zu seinen Zukunftsvisionen. Der Erfolg seiner Ideen zeigt sich darin, dass eine Vielzahl an Unternehmen seinem Konzept folgen und die GWÖ bereits an den österreichischen Schulen gelehrt wird. Das Problem der freien Marktwirtschaft beruht auf dem Systemspielregeln, Gewinnstreben und Konkurrenz, unter deren Druck man oftmals zerbricht. Diese Anreizkoordinaten befördern Egoismus, Gier, Geiz, Neid, Rücksichtslosigkeit und Verantwortungslosigkeit. Darum ist Felber der Ansicht, dass die gegenwärtige Wirtschaftsordnung eine Gefahr für die Demokratie, für den sozialen Frieden und für die Menschenrechte ist. Aus diesem Grund setzt er als Ziel, dass Betriebe nicht in Konkurrenz zueinander nach maximalen Finanzgewinn streben sollten, sondern kooperieren, um das größtmögliche Gemeinwohl zu erreichen. Um dies zu gewährleisten, lautet seine Zukunftsvision, dass alle Unternehmen, die erfolgreich, kooperativ, nachhaltig, fair und sozial verantwortlich agieren, rechtliche Vorteile wie zum Beispiel einen Steuernachlass erhalten. Das heißt, in der Gemeinwohlökonomie ist Ethik wichtiger als ökonomische Interessen und der Mensch steht im Mittelpunkt, nicht allein der Profit. Jeder Mensch kann zum großen Wandel beitragen. Auch du.